Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Mitte Januar und eine ganz, ganz verrückte Wetterlage. Ja. Wir sind zwar dick angezogen, klar, es ist Winter, aber Außentemperaturen von über 10 Grad. Die Sonne lacht. Eigentlich wollte ich ja den ganzen Winter über auf Krokus angeln, auf Hecht. Aber jetzt, wenn das Wetter plötzlich so aufgeht, von minus 10 auf plus 10, 20 Grad Temperaturunterschied, dann könnte man mit der Spinnrute jetzt losziehen. Die Hechte haben sich wieder aus den tiefen Wasserzonen entfernt. Ja. Aber wir haben was anderes vor. Wir haben eine andere verrückte Zielfischart, die eigentlich gar nicht so in den Januar reinpasst. Bin gespannt, ob es klappt. Ich war mit meinem Sohn ein paar Mal hier schon unterwegs, um die ganze Sache ein bisschen vorzubereiten. Und ich glaube, ich nehme euch mal kurz mit. Auf geht's, Fische füttern, los geht's! Ja, wir füttern jetzt noch die Fische. Hier vorne können wir reinfahren, da ist ein tieferes Wasser. Hier lang, guck, komm. Komm, hier fahren wir rein. Langsam fahren, geht Steinberg runter. Legst Fahrrad da einen Baum. Immer nur ein Boilie, nicht so viel auf einmal. Die Fische fressen nicht so viel, wenn das Wasser kalt ist. Immer ein und weit raus. Genau, weit raus werfen. Super. Der war gut. Ja, mein Sohnemann vermutet die Fische hier direkt im Flachwasser. Der füttert relativ nah. Ich bin ein bisschen weiter rausgegangen, die tiefe abfallende Kante. Mal sehen, wer recht behält. In ein paar Tagen geht's los. Also das Wetter spielt ja wirklich verrückt. Wir haben Mitte Januar und ja, ich stehe hier im Pulli, sind Plusgrade. Und ich denke, dass das Winterfischen auf Karpfen, vor allen Dingen in tieferen Gewässern, jetzt so uns noch ganz gut in die Karten spielt. Ja, ich glaube, jetzt wisst ihr, um was es geht, was wir vorhaben. Wir sind gespannt. Ben begleitet mich. Wir beide kommen ja aus der Region. Wir sind am heimischen Baggersee unterwegs. Hier gibt es ein riesen Schwimmbad. Aber Badegäste draußen sind fehl am Platz, die sind alle drin. Dafür ist das Wasser dann doch zu kalt. Die Karre ist voll. Aus dem Bulli angeln können wir hier nicht. Diesmal müssen wir schleppen und ein bisschen Arbeit machen. Aber ich denke, fürs Karpfenangeln haben wir uns ganz schön am Riemen gerissen. Ja, Karren packen, Trolleys vollpacken und dann gehen wir an den See. Und dann zeigen wir euch mal, wo wir sind und was wir vorhaben. Es wird ganz easy going, kein Boot, kein Schnickschnack. Einfach Wurfangeln, aber das seht ihr gleich. Ich habe zwar eben gesagt, wir haben uns gut beschränkt mit unserem Material, aber Ben ist schon am Türmchenbau da drüben, ja. Aber das geht. Auf das Wichtigste, was man jetzt eigentlich zu der Jahreszeit braucht, eine Zeltheizung, haben wir verzichtet. So kalt wird es nicht werden. Also es geht schon knapp an Gefrierpunkt ran nachts, aber für Januar absolut aushaltbar. So, meine Karre noch vorbereiten und dann ist Abfahrt. Der Turmbau zu Babel, aber alles auf zwei Karren drauf verstaut. Und damit die ganze Karre hier jetzt nicht alles umkippt, habe ich ein ganz cooles Gadget dabei. Kommt im Plakettbereich, jetzt im Frühjahr auf dem Markt. Ein Boatsafer, also nutzen wir viel auf Schlauchbooten, wenn wir die so vollgeladen haben und irgendwo hinmoven, dass nicht das Zeug ins Wasser fällt. Aber universell auch fürs Karpfenangeln oder fürs
Angeln mit so viel Gepäck auf einer Karre einsetzbar. Hat vier Arme dran, schöne robuste Halter. Ich schicke da euch jetzt irgendwo hier ein. Zack, dann könnt ihr euer ganzes Gepäck jetzt nicht verzuren. Das ist auf jeden Fall nicht gleich alles Wunderkraft. Weil ich bin ja auch nicht der geübte Karrenfahrer. Aber auch hier ist es cool, ja? Einfach überall einschlaufen, überschlagen, bum bum. So. Immer gefühlte 10 Grad wärmer. Mir läuft die Soße. Da muss doch ein Karpfen angehen, oder? Mein Sohnemann hat so gut gefüttert im Flachwasserbereich, habt ihr ja gesehen. Mal gucken. So, jetzt haben wir noch eine gute Strecke an See vor uns. Auf geht's. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Jetzt geht's ab! Oh. Jetzt fällt der kleine Berg. Boden zu weich. Aber wir haben seinen Platz geschafft. Und wenn ich jetzt loslasse, dann kippt er um. Mal gucken, ob wir ihn leicht kippen lassen können. Da fällt er komplett um. Liegt wie ein Fels in der Brandung. Alter. Tegel ist da. Ja. Hat der Ben wieder schlau gemacht. Ich habe einen ganzen Proviant auf dem Boot, auf dem Wagen. Wie läuft die Soße? Ben ist angezogen wie im Frühling. Ich bin angezogen wie im Winter. Oh. So. Hechtangler sind ein paar draußen. Ja, hier sind wir an unserem Heimatgewässer. Hier waren wir als Kids baden, haben Partys gefeiert früher nach dem Abi und haben natürlich auch viel geangelt. Es gibt einen großen Badebereich auf der einen Seite. Badegäste haben wir jetzt nichts zu befürchten. Der See ist sehr tief. Das ist ein Baggersee an der großen Autobahn hier. Die Seite auf dem gegenüberliegenden Ufer ist sehr flach. Geht der See sehr flach rein. Und hier, wo wir uns befinden, geht es tief runter auf bis zu 9 Meter. Und da vermuten wir die Fische. Hier war der dabei. Mein Sohnemann hat hier vorne kräftig angefüttert. Ob der Plan aufgeht, weiß ich nicht. Wir werden auf den tieferen Seebereich gehen. Auch bei der Vorbereitung waren wir 2-3 Mal hier. 500 Gramm Boilies sind da reingeflogen. Immer im Wechsel von 3-4 Tagen, wo wir dann gemerkt haben, dass es so warm werden soll im Januar. Ja, und jetzt bauen wir hier auf. Außer die Hechtangler sind immer alleine am See. Wer soll auch angeln gehen im Januar? Ne? Dann gucken wir mal, ob wir einen Winterkarpfen ins Band bekommen. Was meinst du, geht was? Ja, ich denke schon, aber hier hat sich schon ein Räuber wieder scheinbar auf dem Platz ausgetobt. Also sowas muss wirklich nicht sein, dass man hier das Kraut findet mit monofiler Schnur, geflochtene Schnur. Vielleicht und dann so ein Blei. Das räumen wir jetzt gleich mal weg. Ja, wie gesagt, vor 3 Tagen, wo wir das letzte Mal hier waren, war alles noch sauber. Aber seinen Müll liegen lassen geht gar nicht. Und euch wird vorhin sicherlich auch aufgefallen sein, dass plötzlich, wie wir losgelaufen sind, mein Bulli weg war. Ben war im Sommer mal hier, hat das Auto da vorne geparkt, ganz normaler öffentlicher Parkplatz. Und am nächsten Früh ist er ins Auto gekommen, war die Scheibe eingeschlagen und im Auto befindlicher Blödsinn, also nichts von Wert, geklaut. Ja. Und deswegen fahren wir Angler jetzt sogar unsere Autos hier von den öffentlichen Parkplätzen weg und nehmen weitere Strecken in Kauf, damit nicht irgend so ein Scheiß passiert. Und das Lustigste war, deine AirPods wurden ja auch geklaut. Ne? Ja. Und da kann man ja nachverfolgen, wo die sind. Ben hat sogar dann laut GPS einen Standort von den Dingern gefunden und die Polizei hat es nicht gejuckt. Also mittlerweile blinken sie nicht mehr auf die AirPods, aber ist dann doof, wenn man vom Angeln kommt, heim will und die Karre ist offen. Aber darum geht's nicht. Camp aufbauen, Vorfächer vorbereiten und dann müssen die Ruten ins Wasser. Bin gespannt. So, du schläfst hier in dem Rattenloch. Ja. Das ist gut für dich. Da kannst du hier, ja, das ist schön, vor, brauchst auch keine Liege.
Ja, das kannst du das schön hinlegen. Ich gehe hier rüber, habe ich Platz. Zumindest den Kopf kann ich reinlegen, dass er nicht nass wird. Ja, aber das war das Zeug hier, das geht erstens gar nicht und das war wirklich nicht da. Ich hoffe bloß, man sieht aber auch nichts. Doch, hier unten ist ein. Hier unten ist ein Wirbel dran. Mit, ja, aber da ist noch mal ein Wirbel auch. Ist noch ein Wirbel, ja. Komische Montage. Ich hoffe bloß nicht, dass mich einer beim Füttern gesehen hat, weil heimlich haben wir es nicht gemacht. Tagsüber so ein bisschen was reingeschmissen. So, die Hütte steht, mir läuft die Soße kräftig runter, aber alles soweit fertig. Ben drüben ist auch fertig. Kleine, effektive Zelte hier für die Fischerei. Frontier bin ich mega happy damit. Und es ist auch gut, dass wir dieses Mal zum eigentlich Saisonbeginn schon mal im Zelt draußen sind, weil ich habe gerade gesehen, ich habe es relativ feucht in Italien letztes Jahr im Herbst eingepackt. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn es jetzt noch mal ein bisschen ausduftet. Das Zeltchen, ja, bevor es dann wieder auf Wels geht und ich täglich drin penne. Winterüber habe ich es nicht gebraucht, da waren wir Hechtangeln. Das haben wir bisher aus dem Bulli gemacht oder vom Boot aus. So, okay, Montagen vorbereiten. Wir setzen auf Wurfmontagen. Also wir werden den Spot anwerfen. Oh, da draußen, seht ihr das? Den Kreisel. Das war ungefähr ja die Entfernung, wo ich auch mit dem Rohr das letzte Mal gefüttert habe. Ich habe jetzt noch nicht genau gesehen, ob es ein Vogel war, so ein Wasservogel oder ein Fisch. Aber wenn da jetzt schon einer gehüpft ist, dann haben wir vielleicht auch gute Karten. Das Einzige, wo auch Ben gesagt hat, problematisch ist dieser starke Kälteeinbruch vor Weihnachten gewesen. Habt ihr alle mitgekriegt? Alle haben sich auf weiße Weihnachten gefreut. Straßen waren gefroren, Minusgrade in Deutschland, leichter Schnee. Wir hatten sogar ein bisschen Schnee zu Hause. Und zu Heiligabend hin plötzlich Sommer, also frühlingshafte Temperaturen, kein Sommer. Aber tiefes Wasser, ne, in der Regel bleibt der auch lange relativ warm. Und wenn so ein Tümpel dann mal irgendwann zufriert, dann braucht er vor April gar nicht raus. Am Badestrand habt ihr schon empfangen können. Ja, ja, also im richtig flachen Wasser, wenn die Sonne Kraft hat. Das muss man aber dann genau abtimen, wann die Fische hochkommen. Ja. Aber jetzt probieren wir erstmal den ersten Karpfen des neuen Jahres zu fangen. Das wäre ja Wahnsinn. Im Januar ein Fisch. Und kein Raubfisch. Okay, Action. Ich war ja brav und habe vom Weihnachtsmann neue Ruten bekommen. Ich hoffe, dass ich mit denen hier auch zurechtkomme. Ich stehe ja auf kürzere Karpfenruten, weil ich halt auch viel Bootsangeln mache oder das Boot benutze, um die Köder rauszubringen. Ich habe mir die Explorer schenken lassen. Das Besondere an dieser Rute, die hat eine maximale Länge von 3 Metern, kann aber auch eingekürzt werden. Ja, das passiert hier alles am Unterteil. Also kann ich als ganz kurze Ruten benutzen, wenn ich mit dem Schlauchboot meine Montagen fahre. Oder als 3 Meter Ruten, wenn ich noch werfen muss. Und hier haben wir jetzt keine Riesenwurfentfernung. 3 Lips hat die Rute. Ich hoffe, damit komme ich zurecht. Aber die haben jetzt ihren ersten Einsatz. So, ich stehe ja auf so kürzere Karpfenruten. Die Jungs, die immer weit werfen müssen. Klar, da braucht man 360, 390 Ruten, aber ich stehe eher auf die weichere Fraktion. Bin mal gespannt, ob der Weihnachtsmann mir hier ein schönes Geschenk gebracht hat. So, und jetzt bereiten wir unsere Vorfächer vor. Die Ruten müssen raus! Der erste Teil der Montage ist schon ready. Wir benutzen hier ein Leadcore, dass sich der Bereich vor der Montage schön auf den Grund legt. Das ist eine Bleikernschnur. Dann kommen Bleie mit 113 Gramm zum Einsatz. Das reicht hier vollkommen. Wir haben ja keine immensen Entfernungen. Die können wir toll werfen, Inline-Bleie. Damit das Blei auch im Drill noch an der Montage bleibt. Ich habe eine 41er Mono Softsteel Schnur drauf. Im Winter ist es wichtig, monofile Schnüre zu benutzen wegen dem Frost. Im Sommer überstehe ich ja eher auf geflochten und habe vorne eine monofile Schlagschnur dran. Hätte man jetzt auch einsetzen können bei den Temperaturen. Aber ich habe jetzt mein Winter-Setup, 41er Mono, Leadcore. So, und jetzt gehen wir an unsere Vorfächer.
die Schwerter. Habe ich schon gute Erfahrung mitgemacht. Auf ein ganz normales Fertigvorfach setzen. Weil ich zu faul bin, mir jetzt noch was zu binden. Es ist später Nachmittag. Der Ben bindet drüben schon kräftig. Da gehen wir jetzt mal mit der Kamera rüber. Weil ich bin ja soweit startklar. Der Stefan hat euch ja schon erzählt, dass wir hier das fertige Leadcore benutzen. Das kommt meistens entweder mit einem Lead-Clip drauf, wo man das Blei einhängen kann und verliert beim Biss, oder eben einfach nur mit einem Wirbel, wo man Inline-Blei aufziehen kann. Jetzt könnte man hier eine Ködernadel benutzen, um das Ganze aufzuziehen. Ich mache das immer mit einem kleinen Stückchen Schlagschnur. Ganz einfach, oben am Leadcore ist eine Schlaufe, da gehe ich einmal durch mit der dicken 60er Schlagschnur. Und dann kann man das schön wie eine Ködernadel auch beim Blei benutzen. Die Blei besteht immer aus zwei verschiedenen Teilen, dieser inneren Hülse und dem Bleikörper an sich. Ich ziehe dann immer zuerst die Bleihülse entsprechend gerade mit dieser Schnur auf. So gehe ich dann hier durch mit der dickeren Schnur. Die kann man super wie eine Ködernadel eigentlich benutzen. Zieht das einfach so durch und dann kann man schön diese Hülse vom Blei einmal auf das Leadcore ziehen und den Wirbel in die Gummihülse rein. Das ist wichtig für den Selbsttag-Effekt. Danach gehe ich hin. Das Wichtigste, das Blei selbst, was dann das Gewicht darstellt. Und ziehe auch das einfach auf. Das sitzt dann auf dieser Hülse schön fest, sodass, wenn der Hakenköder am Ende dranhängt mit dem relativ kurzen Vorfach, gerade im Winter sind kürzere Vorfächer wichtig, kann der Fisch sich direkt selber haken und kann dann während dem Drill das Blei aber losschütteln und diese Gummihülse kann sich rausziehen und das Blei frei auf der Schnur laufen. Ja, der Stefan hat ja schon erzählt, er setzt auf ein fertiges Rig aus der Packung. Ich binde meine Vorfächer immer selber grundsätzlich. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Das kann ich euch jetzt mal zeigen, wie ich das mache. Und zwar verwende ich da immer ummantelte Vorfachmaterialien. Die haben den Vorteil, dass sie außen schön steif sind und gerade beim Werfen durch die Plastikummantlung sich nicht so leicht verheddern können. Und innen ist ein weicher Kern aus geflochtenem Material, was dann das Spiel am Haken vorne und vom Haar gewährleistet. Schneidet euch einfach 40-50 cm vom Material ab. So. Jetzt haben wir hier das ummantelte Material und müssen es vorne entsprechend abmanteln. Dafür gibt es Tools, wo man die Schnur reinziehen kann. Ich mache das meistens mit den Zähnen. Dann kann man hier schön, sieht man, die Ummantelung abziehen und erhält vorne ein ganz weiches, geflochtenes Material und hinten die feste Ummantelung. Um meine Hakenköder anzupassen, fange ich immer an, erst eine Schlaufe zu binden fürs Haar, ganz einfachen Schlaufenknoten. Da kommt ja kein Zug drauf, nur die Boilies, die man am Ende aufzieht. So, die mache ich immer so ungefähr einen Zentimeter lang, damit ich auch den Bodenköder, wenn ich mit dem Schneemann angel, also Pop-up und unten drunter Bodenköder, den Bodenköder schön fixiert habe und der Pop-up schön fest oben drauf sitzt. So sieht das Ganze dann aus. Überstehende Ende schneiden wir ab. So, der erste Schritt. Ich angle hier mit dem Schneemann, deswegen passe ich jetzt meinen Köder erst vorher an. Dazu nehme ich mir einen auffälligen Pop-up. Wir wollen so ein bisschen über die Reize auch gehen von der Farbe und schneide mir davon eine kleine Ecke ab. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich möchte, dass der Bodenköder und der Pop-up sich schön flach aneinander legen. Im nächsten Schritt nehme ich den Bodenköder und mache genau das Gleiche. Schneide auch hier eine kleine Ecke ab mit der Schere. Und jetzt erhalte ich am Ende so ein Köderpaket, was nicht, wie wenn ich die Boilies aufeinander machen würde, so groß aussieht, sondern eher kompakt wie ein einzelner Boilie. Ja, das ist eine mega coole Sache. Ich angle ja auch sehr gern mit Schneemännern, das wisst ihr. Aber ich setze beide Boilies meistens einfach übereinander und dann sitzen die Rundung übereinander und dann ist der Köder halt nicht so komprimiert. Ne? Und was der Bender macht mit diesem Anlegen des Köders, also bei dem auftreibenden Boilie und auch bei dem Bodenboilie ein Stück abschneiden, ist eine coole Sache. Ja? So lernt man immer dazu. So, weiter geht's. Ja? Der Köder steht schon mal, jetzt muss er aufs Haar. Genau, dazu nehme ich jetzt eine Ködernadel. Zieh das Gesamtpaket auf die Nadel.
auf mein Haar. Und jetzt sieht man schon, wenn der Knoten weiter unten ist, dann fixiert der Knoten wirklich den Bodenköder, der unten sitzt. Dass er nicht verrutscht. Damit einfach der Köder am Ende nicht Richtung Haken rutschen kann. Und am Ende liegt dann der Köder getrennt vom Pop-up am Grund bis an den Haken. Und das verschlechtert natürlich den Hakeffekt. So, wenn ich jetzt das rausziehe, sieht man, der Bodenköder sitzt fest und der Pop-up oben dran. Wie gewohnt beim Boilie-Angeln kommt oben jetzt einfach der Boilie-Stopper drauf, wird in die Schlaufe eingehakt. Das ist jetzt so ein ganz normaler. Und wir ziehen den Köder schön zusammen. So, jetzt haben wir den ersten Schritt schon erledigt. Als nächstes nehme ich mir Haken. Ich angel gern mit großen Haken. Zweier Haken, auch bei kleinen Ködern, habe ich gute Erfahrung mitgemacht, dass die schön greifen. Manche Leute benutzen jetzt einen Schlauch oder einen Ring, um das Haar am Hakenschenkel unten Richtung Spitze zu fixieren. Ich mache es immer einfacher, damit ich auch nicht so viele Einzelteile benötige. Ich nehme einfach einen Knoten, ganz normalen Knoten, wie man ihn kennt, Überschlag. Nehme dann meinen Haken, führe ihn durch die Schlaufe und fixiere so mein Haar in der entsprechenden Länge am Hakenschenkel. Da streiten sich ja oft so ein bisschen die Geister. Fragen wir mal hier Ben, was er dazu meint. Wie groß der Abstand vom Boilie bis zum Hakenschenkel sein soll, damit der Karpfen optimal gehakt wird, also dass der optimale Hakeffekt besteht, der optimale Abstand zwischen Boilie zum Hakenschenkel. Wie weit ist denn die Fixierung von dir jetzt weg? Ja, das mache ich, also tatsächlich in Zentimetern könnte ich es jetzt nicht genau benennen. Ich mache es nach Gefühl. Oder einen Finger mal reinschieben, dass die Leute es sehen. Ist jetzt so ein Fingerbreit, ein bisschen weniger. Okay. Wenn ich jetzt mit größeren Köder angeln würde, 24er Boilie, 30er Boilie, zwei 24er Boilies, dann würde ich größere Abstände wählen. Dann würde ich aber auch mit 1er Haken angeln. Letztendlich ist es, glaube ich, eine Sache vom Gefühl. Es gibt Leute, die angeln mit 2 cm langem Haar, fangen genauso Fische. Ich fühle mich so am besten, deswegen. Nee, aber so kenne ich es auch, so mache ich, also, halte ich es auch, wenn ich selber baue, dass der Finger unten reinpasst. Genau, alles klar, super. Genau. Das fixiere ich jetzt einfach mit drei Überschlägen auf dem Hakenschenkel. Dadurch spare ich mir den Schlauch, den Ring und mein Haken ist gerade mit den neuen Teflonhaken rutscht es ja genauso super, wie wenn ich einen Ring hätte. So, genau, dass der Karpfen das einfach ausblasen kann. Ja. Dann mache ich einen ganz normalen knotenlosen Knoten von hinten durchs Öhr, fixiere meistens so gegenüber vom Widerhaken mein Haar unten am Haken. Ganz normaler knotenloser Knoten. 7-mal rum? Ja, 5-6 Mal, das reicht. Da kann sich nicht viel aufziehen. Von hinten wieder durchs Öhr und fertig. Und was man jetzt sieht, hinter dem Öhr ist jetzt noch ein halber Zentimeter circa abgemantelt. Bedeutet, hier habe ich das steifere, ummanteltere Material, wo mein Vorfach am Ende schön im Flug sich nicht verheddern kann. Und trotzdem hat der Karpfen vorne, wenn er den Köder einsaugt, das Spiel durch dieses weiche Material. Um das ganze Rig am Ende abzuschließen, benutzen wir immer noch Kicker. Das sind diese kleinen Schläuche, die schon in der entsprechenden Form sind, die man auf den Hakenschenkel, aufs Öhr draufschieben kann, um einfach noch einen besseren Dreheffekt und ein besseres Hakverhalten zu erreichen. Zieht man einfach drauf, die sitzen auch schön straff. Und da ist wichtig, also ich habe schon bei vielen Leuten gesehen, die die Kicker benutzt haben und jetzt nicht so viel auf Karpfen angeln, dass sie die dann irgendwie andersrum, so rum drauf ziehen. Wichtig beim Kicker ist immer, dass die Spitze und die Form, also wo der Schlauch schmaler wird, das nach innen gebogene auch nach innen genau gerichtet ist. Genau, so, dass man immer so eine Form am Ende erhält. Und jetzt sieht man auch, dass oben überm Kicker noch dieses kleine Stückchen abgemantelt ist von der Schnur, dass der Haken entsprechend schön flexibel ist. Hinten das steife Material, der Haken kann sich drehen. Damit wir das Ganze an dem Leadcore befestigen können, machen wir am Ende einfach eine Schlaufe rein. Dazu müssen wir aber vorher diese Hülse aufziehen. Die ist wichtig, damit wir in dem Haken
der am Leadchor unten befestigt ist, mit dem Wirbel unser Vorfach entsprechend einhängen können. Jetzt können wir auch die Länge definieren. Wie lange machen wir es im Winter? Ich mache es immer so 18 bis 20 cm. Da ändere ich jetzt auch im Winter nichts. Auch einfach ein Erfahrungswert. Manche angeln mit 10 cm Vorfach, funktioniert sicherlich auch. Aber ich habe damit die beste Erfahrung gemacht. Jetzt mache ich entsprechend meinen Schlaufenknoten hier rein, ziehe das Ganze fest. Jetzt ziehe ich die Hülse über meine Knoten drüber und kann das Ganze jetzt in unser vorbereitetes Blei mit dem entsprechenden Haken hängen wir die Schlaufe unten ein und ziehen die Hülse entsprechend drüber. Jetzt sieht man Leadchor, Blei, das Rig ist entsprechend in den Haken eingehängt, fixiert. Der Karpfen kann es nicht freischütteln, diese Schlaufe ist sehr wichtig und unser Rig hängt entsprechend dran. Und durch das steifere Material kann sich beim Wurf nichts verheddern. Und auch wenn jetzt kleinere Fische kämen, wie Brassen, Schleien, die mit dem Köder rumspielen, würde sich das immer wieder, wenn der Köder aufgenommen wird und fällt wieder runter, durch das steife Material schön weg vom Blei legen. Und nicht auf einem Haufen auf dem Blei landen, sondern immer schön wieder gestreckt wegfallen. Ben hat euch jetzt ganz ausführlich gezeigt, wie ihr euch das perfekte Karpfenvorfach selber bauen könnt. Wie gesagt, ich bin jetzt mal kurz zu faul dafür und setze auf einen Fertigrig, wie ihr es im Laden holen könnt euch. Vom Aufbau her sind die eigentlich direkt gleich. Unten ist der weiche Bereich freigelöst. Hängt da einfach unten an eurem Blei jetzt ein. Und testen wir mal, ob das einen Unterschied gibt. So sieht es dann aus, ja. So, bei mir müssen auch noch Köder drauf. Ich werde auch auf den Schneemann setzen, passt ja zur Jahreszeit, passt zwar nicht zu den Temperaturen, aber einfach um den Boily etwas leichter zu gestalten, dass er schön auffällig ist. Werde oben auch einen gelben draufsetzen. Oh, das sieht doch lecker aus, ne? Ich halte jetzt mal meinen Schneemännchen hier ins Wasser rein im Uferbereich. Ja, und da seht ihr das Problem. Treibt komplett auf. Pop-up ist zu stark, Bodenköder zu weit abgeschnitten. Jetzt machen wir Folgendes, schneiden den Pop-up kleiner, Bodenköder ein bisschen größer, montiere ich nochmal neu. Weil hätten wir das jetzt nicht getestet, wäre alles unter Wasser komplett aufgetrieben und ich weiß nicht, ob das dann wirklich den Fangerfolg gebracht hätte. Deswegen immer mal probieren, schaut es euch an, hier vorne im Uferbereich, wie euer Köder aussieht und das seht ihr selbst. Der kommt komplett hoch. Poppy ist zu stark. So, neu montiert. Bodenköder größer gelassen. Den schweren Boily und den Poppy kleiner geschnitten. Halten wir es jetzt mal rein. Jetzt sieht es so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Treibt zwar immer noch ganz leicht auf, aber macht den Haken dadurch auch schwerelos. Das seht ihr ja hier. So werden wir es ausprobieren. Der flupft dann ins Karpfenmaul, schon beim kleinsten Ansaugen. Fupp, ist er weg. Jetzt wird es schon langsam merklich kälter. Die Sonne ist ein bisschen weggegangen. Ich hoffe, dass wir auf die Zeltheizung verzichtet haben, war kein Fehler. Aber machen wir uns warme Gedanken. Draußen, wo der Wind das Wasser kräuselt, das war ungefähr die Entfernung, wo wir ein paar Boilies rausgefüttert haben. Der Ben füttert jetzt nochmal im Rohr, dass wir ungefähr sehen, wo wir waren, dass wir auch ungefähr den Platz treffen. Mit dem Rohr hast du halt den riesen Vorteil, dass wir schön das Futter streuen können. Wir angeln jetzt rechts im tiefen Bereich und links im tiefen Bereich und mal gucken, was passiert. Wenn die Fische aus irgendeiner Richtung stärker kommen sollten, was wir natürlich hoffen, dann werden wir uns abwechseln. Aber jetzt macht erstmal jeder seine zwei Ruten scharf. Und dann Daumen drücken, dass überhaupt einer angeht. Aber die Temperaturen sollten passen.
falls es jetzt wirklich anlaufen sollte, dass da wirklich einer nach dem anderen beißt, dann kann man ein bisschen nachlegen, aber bis zum ersten Biss, gerade im Winter, nicht übertreiben. So, ich lasse jetzt erstmal die Swinger ihre Arbeit tun, alles schön auf Spannung bringen, nicht zu stark spannen, wir haben relativ leichte Bleie drauf in der Kante drin, wird jetzt noch ein paar Mal piepsen, aber meine neuen Ruten vom Weihnachtsmann lassen sich schön werfen, ja. Köder liegen gut unten tief in der Kante, ich schätze so bei 8 bis 9 Meter vom Mitzählen her, man kann ja immer, wenn das Blei aufschlägt, so ein bisschen mitzählen langsam im Kopf und dann weiß man ungefähr, wie tief man liegt. So, 4 Eisen sind im Feuer, Sonne geht unter, hier am Baggersee in Deutschland, geworfene Ruten auf Karpfen im Januar, klingt verrückt, ist aber so, jetzt drückt uns die Daumen. Banane oder Lemon Basil? Es gibt ja wirklich verrückte Angler, ja. Die würden jetzt hier mit Flipflops am Ufer rumlaufen. Es gibt auch Verrückte, die würden jetzt noch mit dem Bellyboot mit einer nicht gefütterten Warthose aufs Wasser gehen. Aber es gibt auch hier am Badesee Badegäste, damit habe ich nie gerechnet. Die gehen jetzt hier im Januar noch baden im See. Unglaublich, schaut mal da drüben. Also es soll ja wirklich gesund sein, saunieren, heiß, kalt, aber sowas, was die Jungs da treiben, das wäre mir eine Nummer too much. Einen wunderschönen guten Abend, oder was heißt guten Abend? Wir haben 17 Uhr und es ist stockeduster und wirklich merklich kälter geworden. Also hätten wir nicht mit gerechnet, aber es zieht jetzt richtig an. Ui. Ui, 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 ui. Jungs, Live-Biss, Live-Biss! Alter! Puh. Ui. Das ist ja der Wahnsinn. Ich wollte eben euch erzählen, was wir jetzt machen, in dem Moment geht der erste an. Ah, das ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Durchgelaufen wie im Sommer. 17 Uhr. Ja, 17 Uhr. Die magische Zeit. Ich wollte jetzt gerade euch erklären, dass es Beifood geholfen hat, aber wir uns jetzt noch ein schönes heißes Süppchen machen und Glühwein uns mal einschenken. Kann man ja mal machen im Winter. Und dann geht es hin los. Und wie? Und wie, ja.
gewesen, oder? Ja? Das ist doch wirklich Wahnsinn. Also so ein Live-Run beim Kraftmangel im Winter und überhaupt irgendwann habe ich noch nie gehabt. Blödsinn erzählen wollen wieder. Und dann pfeffert das Ding los. Leg mal die andere Route jetzt hier. Hopp ab. Die Schnur reinziehen, weil der Fisch zieht leicht nach rechts. Unglaublich, wirklich unglaublich. Im Januar gehen hier die Karpfen an. Wenn man das schon hier rüber ist, gehen wir mal rüber. Wir müssen jetzt die Fische, merkt man so leicht, wie die Schnur in der Kante drin ruckelt. Kante hochkriegen. Aber die weiche Route, mega. Jetzt stockt da draußen wieder. Hinter der Kante füllen. Ab. Verloren. Habt ihr das gemerkt, wie es draußen so hüllt hat? Weg, ja. Ich habe gemerkt, wie eben in der Kante so die Rute hing. Ja. Weg. Ach, das wär's gewesen. Weiter geht's. Unglaublich. Muss mal drüber lachen, gehört dazu. Beim Erzählen, was es zum Abendessen gibt, ist die Rute losgeballert und an der Kante ist er ausgeschlitzt. Ich habe noch gemerkt, wie er irgendwie fest war, vielleicht an der Krautbank. Und pupp, war der Druck weg. Könnt mir jetzt wirklich in Popo beißen. Oh nee. Weiter geht's. Rute probieren wieder einigermaßen raus ins Boot zu feuern. Ist hart, hart aber herzlich, gehört dazu. Solche Sachen muss man halt auch zeigen können. Hätte euch lieber jetzt einen Fisch gezeigt. Okay, neu beködern, wieder raus. Holla die Waldfee. Also wenn man ersten Fisch im neuen Jahr beim Karpfenangeln verliert, kann es eigentlich nur gut werden. Ja. Dürfen Sie sich nicht aufregen. Keine Ahnung, ich habe irgendwann gewusst, dass die Fische die Kante hochholen müssen. Irgendwann war es immer fester, vielleicht in so einen Krautteppich reingewandert und dann geschlitzt. Ist hart, aber das Wichtigste ist, man kann Fische fangen. Ja. Also sind Fische unterwegs, nicht verzagen, weiterhin dran glauben, crossed fingers und der nächste wird kommen. Und dann ist der Schmerz verflogen, tut jetzt weh, hätte euch jetzt gerne den ersten Karpfen gezeigt im neuen Jahr, sollte nicht sein, aber that's live, der nächste Wandelkescher. So, und jetzt machen wir uns was Gutes zu essen. Weihfutter hat geholfen, die ersten paar Stunden. Aber jetzt gibt es ein gutes Steak. Machen wir mal die Pfanne an. Was Warmes, einen Tee oder einen Glühwein. Und dann geht's ab in die Mupfel. Bis zum Biss.
nichts sagen, oder? Auf den nächsten Fisch. Nächste Chance, Jungs und Mädels. Wieder die gleiche Route. Vier Routen geworfen. Immer die gleiche geht. Jetzt darf nichts passieren. Wenn der jetzt wieder ausschlitzt, gehe ich morgen früh auch nackt hier baden. Das verspreche ich euch fürs Video. Also nicht nackt, mit leichter Bekleidung. Und wahrscheinlich auch nicht die einfachste Angelzeit. Also jetzt darf nichts mehr passieren. Jetzt läuft ja rüber zum Ben seinen Ruten. Das sind so weiche Ruten, aber an der Kante hat es schon einen Pin gemacht. Bis jetzt kommt er schön mit. Daumen drücken. Jetzt merke ich wieder, dass es schwer wird. Das klappt. Das klappt jetzt. Wieder ab. Da oben auf dem warmen Wasser. Seht ihr? Kraut im Unterbereich. Ja, komm. Gucken, wir angeln relativ eng, dass er nicht beim Ben die Ruten reinbieten, die Schnüre. Da steht schön schwer drin, der Fisch. Also ich glaube nicht, dass es ein 10-Fünder ist. Wandern mal ein bisschen mit dem Kescher. Alle Routen drüber gelaufen, unglaublich. Also komplett nach links weggezogen. Da bin ich hier wieder. Jetzt leuchtet mir wieder raus. Ich muss es machen. Unglaublich. Manch behaupten ja im Winter, sind die Karpfen faul, aber der schwimmt hier
verdächtig über alle Routen drüber. Aber nichts passiert. Jawohl. Jawohl. Und da ist der Verlust schon vergessen. Jawohl. Wie viel in der Tanne? Oh, der Fisch ist abgesackt. So, da haben wir einen schönen Schuppmann. Seht ihr? Der halbe Snowman hat es gebracht. Haken hängt perfekt und ist schon draußen. Zeige ich euch den Typen kurz. Eiskalt. Eiskalte Karpfen. So, komm. Mega. Nach dem schmerzhaften Verlust der erste Hupe. Wir haben jetzt 21 Uhr. Top. Geil. So kann das Jahr doch starten. 9 Meter tiefer. Tief geangelt hier am Baggersee, weil die Temperaturen mitspielen. Petri Heil. Den Poppy haben wir beibehalten, der war noch gut. 9 Bodenköder drauf. So, Abfahrt. Zwei Bisse in 3-4 Stunden, jetzt hin. Zur Dämmerung kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ben hat jetzt noch vielleicht 20, 30 Beulis rausgestickt, dass wieder ein bisschen Futter am Platz liegt. Weiter geht die wilde Fahrt. Mal gucken, ob noch einer angeht heute Nacht. Gott sei Dank, mit dem Fang jetzt dieses Schuppis sitzt der Schmerz über den ersten verlorenen Fisch gar nicht mehr so tief. Vor allem beim Winterangeln, ja, da kommt es ja oftmals vor, dass man manchmal nur alle 24 Stunden, manchmal nur alle 2 Tage, manchmal auch überhaupt keine Chance hat auf einen Biss. Und ich habe den ersten Fisch, der nach 3-4 Stunden Angelzeit in der Dämmerung kam, gleich versemmelt. Was heißt versemmelt? Pech gehabt. Der hat sich irgendwo in der Kante festgelaufen. Ja, und 2 Stunden später läuft der nächste ab und der konnte sicher gelandet werden. Ich bin mega happy. Ja, und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weiterläuft. Das solltet ihr auch sein, denn nächsten Sonntag geht es hier auf dem Kanal weiter. War das jetzt unsere einzige Aktion bei der Winterfischerei in Deutschland am Baggersee oder geht es da noch richtig vorwärts? Nächsten Sonntag erfahrt ihr mehr. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich verspreche euch jetzt schon, es kommt nochmal richtig dicke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und falls ihr jetzt draußen im Winter unterwegs seid beim Angeln, wünsche ich euch viel, viel Durchhaltevermögen. Ihr könnt jederzeit da einen ganz, ganz tollen Fisch fangen. Schönen Abend euch, bis nächsten Sonntag, euer Stefan. Ciao, ciao.